Liebe Freunde des Lichtes und der Liebe, seid ganz herzlich gegrüßt zu dieser Feuermeditation. Und vielleicht fühlt der eine oder der andere schon, wie sich die Energie steigert, denn sie wird sich mit jedem Wort ein wenig mehr steigern. Das Feuer, die Funken des Feuers, sind im Moment noch ein wenig klein, aber durch die Meditation und durch deine Liebe wird sich das Feuer entfachen. Und so bitte ich dich, dich energetisch auf diese Meditation einzustimmen. Beginne nun, das Licht der Liebe in dich einzuatmen. Und entspanne dich mit jedem Atemzug, so wie es richtig und gut für dich ist. In dem Moment, wo du am meisten entspannt bist, fühlst du die Nähe deiner Seele. Und in dem Moment lasse dich von deiner Seele führen. Denn deine Seele hat heute für dich etwas vorbereitet. Sie möchte dich auf einen ganz besonderen Platz führen. Und wenn du möchtest, dann darfst du dich jetzt begleiten lassen. So nehme doch einen tiefen Atemzug, um deiner Seele zu zeigen, dass du ihr vertraust. Und dann nehme noch einen tiefen Atemzug, um deiner Seele zu zeigen, wie du dich freust, mit ihr heute gemeinsam etwas zu tun. Und schon kommt ihr beide in den Seelengarten. Doch dieses Mal ist es ein ganz besonderer Platz im Seelengarten. Denn es ist der Platz, wo dein Herzensfeuer, deine goldene Flamme leuchtet und brennt. Und so siehst du nun einmal oder spürst auch einmal dieses Feuer von außen. Du spürst es von innen und außen, denn es ist auch gleichzeitig in dir selbst. Es ist auch jetzt nicht so wichtig zu wissen, ob es innen oder außen ist. Viel wichtiger wäre es zu fühlen, deinen Fokus auf dein Gefühl zu legen. Und jetzt einmal das Licht der Liebe in das Feuer einfließen zu lassen. Denn mit jedem Atemzug, welches du voller Liebe in das Feuer hineinbläst, beginnt es heller zu leuchten. Und mit jedem weiteren Atemzug beginnt es sich zu vergrößern. So leuchtet es in Gelb, Orange und Rot. Bewegt sich und erwärmt dich. Dieses Feuer ist dein Freund, denn es ist ein Teil von dir. Dieses Feuer kannst du als Werkzeug benutzen. Und wenn du möchtest, könnten wir dies jetzt einmal ausprobieren. Und zwar, indem du das Feuer einatmest und alles ausatmest, was dich belastet, dass du ganz bewusst das Feuer an die Stellen hinatmest, wo dich zum Beispiel in deinem Körper etwas belastet,
Dies können Schmerzen sein. Dies kann ein Hautreiz sein. Völlig egal, was es ist. Probiere aus. Atme das Feuer ein und an der Stelle aus, wo dein Körper Heilung benötigt. Atme ganz bewusst aus, denn mit jedem Ausatmen geschieht Reinigung und Heilung zugleich. Dann wäre noch das emotionale Feld. In diesem Feld befinden sich manchmal Traurigkeit, Sehnsucht oder eine gewisse Melancholie. Und jetzt kannst du auch das Feuer einatmen und durch all diese Gefühle ausatmen. Denn mit jedem Ausatmen wird das Gefühl der Müdigkeit oder die kleine Melancholie sich transformieren. Probiere es aus. Atme einfach jede Emotion, welche dich belastet, mit der Kraft des Feuers hinaus. Atme alles weg, was dich schlapp macht oder traurig macht. Das Feuer transformiert es in Liebe. Und dann konzentriere dich auf dein mentales Feld, auf deine Gedanken. Atme die Kraft des Feuers in deine Zweifel, in Ängste, in alles, was dich unsicher macht. Atme einfach alles hinweg. Das Feuer wird immer heller, wird immer kräftiger. Alles, was dich belastet hat, in Geist, Körper und Seele, hast du weggeatmet. Und jetzt, allerliebster Freund des Lichtes, fühle einmal in dein zweites Chakra hinein. Dort sitzt die Freude, dort sitzt die Intuition, Neues zu beginnen. Und dort ist auch das Feuer, welches dich leitet und führt. Dort ist das Feuer, welches dir Freude bringt. Verbinde dich mit diesem Feuer, denn es ist dein Feuer. Es ist dein Feuer, was dich führt. Und dann fühle in dein Herz. Dort, wo deine göttliche Flamme brennt, und spüre deine Kraft und deine Größe, spüre dich selbst. Denn dieses Feuer bedeutet so viel mehr, als wie, dass es nur ein Feuer wäre. Dieses Feuer ist dein Christuslicht, dein Seelenlicht,
und deine Fackel. Mit diesem Feuer gehst du voran, leuchtest mit deiner Seele den Weg deines Lebens. Dieses Feuer verbindet dich mit allem, was ist, denn es ist das göttliche Feuer. Das göttliche Feuer der Wirklichkeit, welches dich verbindet mit deiner Ursprungsfrequenz und dich niemals vergessen lässt, wer du in Wirklichkeit bist. Dieses Feuer ist es, was dich stärkt und was dich immer wieder aufbaut. Und jetzt spürst du vielleicht auch, wie viel Ruhe du in dir fühlst, wie du ausgeglichen bist und dein Körper sich viel freier anfühlt. Transformation hat stattgefunden. Du selbst hast es bewirkt. Denn in all deinen Gedankentrichtern, in deinen Auraschichten, in deinem System durfte die Kraft des Feuers wirken. Und wenn du jetzt das Feuer in deinem Herzen fühlst, dann spürst du vielleicht auch die Wärme und den Schutz, denn das Feuer schützt dich. Es transformiert alles, was dir nicht gut tut. Es reicht allein den Fokus. Dein Fokus, wenn du ihn darauf legst, geschützt zu sein, dann atme das Licht der Liebe in dein Feuer, in dein Herzensfeuer. Und schon beginnt die Energie zu transformieren und dich zu stärken. Es ist ganz einfach. Und jetzt weißt du, wie es geht. Und wenn du jetzt noch einmal in deinen Körper fühlst, in deinen Geist fühlst und in deine Seele fühlst, dann spürst du, dass alles ganz frei ist, dass keine störenden Gedanken da sind, dass keine störenden Gefühle vorhanden sind, dass du dich ganz leicht fühlst. Du spürst, dass du dich so leicht wie ein Vogel fühlst und du alles, was du möchtest, tun kannst. Du spürst, wie die Grenzenlosigkeit sich dir öffnet. Denn in dir ist das Feuer der Leidenschaft erwacht. Es ist die Leidenschaft. Das, was dir die Intuition deiner Seele zeigt, diese Impulse auszuführen. Es ist die Leidenschaft, welche dich nie stillstehen lässt. Es ist die Kraft des Herzensfeuers, welche dich auf deinem Lebensweg leitet und immer genau an die Stellen führt, welche für dich wichtig, richtig und gut sind. So lasse dich jetzt, lasse dich tragen von deinem Herzensfeuer und spüre die Kraft, deine persönliche Kraft. Und falls du schon deinen persönlichen Drachen kennst, dann wäre es möglich, dass du ihn jetzt wahrnimmst. Denn es haben sich die Drachen gerufen gefühlt.
und so tragen sie dich mit dem Drachenfeuer in die Dimensionen der Liebe. Es ist die Dimension des Seins. Es ist die Dimension, welche keinen Raum und keine Zeit kennt. Es ist die Schwerelosigkeit, verbunden im Fluss der Zeit. Genauso wie du jetzt fühlst, fühlt sich die Wirklichkeit an. So genieße diese Momente. Genieße die Verbundenheit und das Wissen, dass du immer verbunden bist. Und so tragen dich deine Seele und dein Drachen sie tragen dich voller Liebe durch die Wirklichkeit. Und jedes Mal, wenn du atmest, atmest du diese Liebe ein. Und jedes Mal, wenn du atmest, erneuert sich eine Zelle. Denn es ist die Kraft der Erneuerung, welche dich auch trägt. Es ist die Leichtigkeit, welche sich jetzt in deinen Zellen hineinbegibt. Es ist die Leichtigkeit des Seins, welche das Vertrauen trägt, dass alles gut ist, so wie es ist. Es ist das Licht der Liebe, welches jetzt in jeder deiner Zelle hell erleuchtet ist. Das Feuer der Liebe, welches dich zum Lichtarbeiter, zum bewussten Menschen macht. Und so spüre, wie sich wieder etwas in dir verändert hat. Wie du um ein ganzes Stück heiler geworden bist. Vielleicht fühlst du die neue Kraft und den Tatendrang. Und du weißt ganz genau, dass du morgen früh voller Elan deinen Tag beginnen wirst. Jede Müdigkeit ist vergangen, jede Traurigkeit ist verschwunden. Du bist frei, heil geworden. Und deine Aura leuchtet in den schönsten Farben deiner Seele und ein bisschen in den Farben des Herzensfeuers. Daran erkennt man jetzt, dass das Feuer für dich transformiert hat. Und so darfst du noch ein wenig in dieser wunderbaren Energie verbleiben. Du darfst in deinem Tempo ganz langsam wieder in deinem Seelengarten ankommen. Dort, wo alles begann, dort, wo diese wunderbare Transformation der Heilung begann, schaust dich um, wie dein Seelengarten sich jetzt anfühlt und spürst, dass auch in deinem Seelengarten neue Energie und Kraft aktiviert wurde
Und so gehst du ganz beschwingt und voller Freude und tiefer Liebe zu dir selbst, in deinen Herzensraum. In deinem Herzensraum spürst du deine göttliche Flamme und du weißt genau, wie einfach es doch ist, all das abzuschütteln, was dich belastet. Und du weißt auch, dass du immer wieder hierher zurückkommen kannst und dich aufladen kannst, um Neues, Wunderbares zu tun. Und so kannst du ganz langsam wieder in das Hier und Jetzt zurückkommen. Und wenn es dir danach ist, deine Hände und Füße bewegen und dann die Augen öffnen, wenn der Zeitpunkt und der Impuls kommt. Vielleicht hast du eine Kerze vor dir stehen, dann betrachte sie jetzt mit anderen Augen. Und vielleicht erkennst du ja einen Engel in dieser Kerze. Und du weißt, dass du nicht allein bist. Und so wünsche ich dir eine wunderschöne Nacht und einen wundervollen neuen Tag. Wirke mit der Kraft deines Feuers an Manaschau.